So Leute, willkommen zurück zu Pokémon XD. Jetzt geht's ab zur Wüstenbar. Und ich bin jetzt mal wieder aufgetaucht. Nach Hain und Blut. Plut, oder wie auch immer der heißt. Ah. Als ob der jetzt da ist. Ach Mensch, kämpfst du gegen mich? Ach Mann. Warum eigentlich? Er hat das nicht vorgelesen, weil ich jetzt gerade wirklich vergessen habe, dass wir nochmal gegen ihn kämpfen. Ich dachte, man kämpft nur einmal gegen ihn. Naja, ist ja egal. So, dann müsstest du bestimmt auch noch einen Krypto-Pokémon wieder dabei haben. Aber das können wir auch nicht fangen. Ja, klasse. Ja, so viele Krypto-Pokémon und man kann nicht eins fangen. Ja, das hat das Spiel ja wieder toll hingekriegt. Und ein Karpalovis zum Abschluss. Aber lieber so. Gut, Kapaloris wäre glaube ich auch nicht down gegangen, wenn wir Giftzonen drauf eingesetzt hätten. So, Level 37. Das war's. Wäre besser gewesen. Schwachsinnig irgendwie. Sondermeldung, das Frachtschiff Libra wurde in der Wüste nördlich von Phinas entdeckt. Sein rätselhaftes Verschwinden wird Team Krypto zugeschrieben. Allerdings ist noch völlig unklar, wie das Schiff in die Wüste transportiert wurde. Auch die Motive, weshalb Team Krypto das Schiff enterte, bleiben im Dunkeln. Unglücklicherweise fehlt jede Spur von den Pokémon, die sich an Bord befanden. Die Sorge um ihr Wohlbefinden wächst weiter. Tja, die meisten habe ich ja schon davon, ne? Okay, das war ein blöder Spoiler. Ich heiße Horace, bist du vielleicht Takiro? Schön, dich zu treffen. Ich habe solche Angst, dass Team Krypto mich finden und verschleppen könnte, wenn ich länger bleibe.
Weißt du, ich bin aus der Kryptofestung im Norden geflohen. Was, du kennst die Festung? Wow, ihr Leute von OMBS seid echt gut informiert. Die Kryptofestung ist eine Fabrik, in der massenweise Krypto-Pokémon erschaffen wurden. Als ich das herausfand, war ich absolut geschockt. Ich fand das so schrecklich, dass ich geflohen bin. Als ich floh, konnte ich einen Krypto-Pokémon mitnehmen. Aber da gab es schon ganz viele Krypto-Pokémon. Ich bin sicher, dass seitdem noch viel mehr von ihnen erschaffen wurde. Ja. Ja, das Blöde ist, hier gibt es nicht eine... Warum stehen die beiden? Was denn? Ah, okay. Ja, ich suche es. Ich kam daran vorbei, als ich aus der Kryptofestung floh, war ein ziemlich unheimlicher Ort. Ja, genau, da müssen wir hin. Immer diese passenden Orte. Ach nö, warte mal. Nein, nicht der schon. Nein. Nein. Ach komm, Alter. Warum? Ja, er war unser erster Gegner in Pokémon Kolosseum gewesen. Auch dieselbe Stelle, auch derselbe Kamerawinkel, also durch die Räder durch. Es war alles genauso, als wir gekämpft haben. Nur, da hat er zwei Pokémon und nicht vier. Immer diese Leute, die aufrüsten müssen. So, Psystrahl. Yay, Level 36. Ace Sturm, na klasse. Tja, sind leider immer noch schneller als du. Tja. Ja, ich weiß, die Lache war bescheuert. Oder sollte es mich nicht herausfordern? Ganz einfach. Ja, ja. Zur Abwechslung will ich aber Ori gar nicht retten. Was denn noch? Ich kriege aber wirklich in letzter Zeit viele. Sehr geehrter Takiro, ich hoffe es geht dir gut. Ich teile dir hiermit voller Stolz die Wiedereröffnung des Kolosseum Lager mit. Du bist herzlich eingeladen, gegen hochrangige Trainer einzutreten. Kein Bock. Klasse. Entweder ein Rekrut oder Einträge, scheiß drauf, kämpfen. Ja, genau. So erwarte ich es mir auch von einer 0815 Verbrechergruppe.
Tja, genauso wie wir es wollten. Na toll, Napsal. Einfach noch so ein scheiß Unlicht-Pokémon. Oh, das überlebt doch. Weltklasse. Dann setzen wir eben Sternschauer ein. Auch wenn das so gut wie nichts gezogen hat. Klasse. Klingensturm. Ach, falscher Attacke. Naja, es reichte. Wow. Tja, wahrscheinlich nicht. So, aber schön, dass hier schon Aufladegerät ist. Dann wissen wir schon mal, wo wir immer hinrennen. Ja, so ein kleiner Irrgarten auch. Ja. Schön, dass ihr meinen Namen kennt. Ist ja nicht egal, wen ich angreife. Ja, das war ja ein relativ einfacher Kampf. So Leute, aber wir machen jetzt erstmal einen Cut und sehen uns dann im nächsten Part und suchen weiter durch das Teamkrallversteck. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns. Bis dann und haut raus. Ciao.